Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft und willkommen zum Let's Play von Panzerkorps Der andere Weg. Kampagne 1, Szenario Bialystok. Wir befinden uns im sechsten Zug von 24 möglichen. Müssen drei Zentren einnehmen und einige unserer Einheiten, switchen. Einige sowjetische Einheiten, die von rechts angreifen, sollen nach ganz links oben und einige deutsche Einheiten, die von links angreifen, sollen nach ganz rechts oben gebracht werden, um an der fast unvermeidlichen Siegesparade teilzunehmen. Bevor wir jetzt weiterkämpfen, um diese Siegesparade überhaupt erstmal zu ermöglichen, schauen wir uns mal ganz kurz die Verlustliste an. Die könnt ihr durch Aufruf der Taste C ganz leicht euch selber anschauen, in eurer Kampagne. Was hier ein bisschen schade ist, es gibt keine Zählung für einzelne Szenarien und Gesamtkampagnen, sondern ihr seht immer nur die komplette Übersicht. Also es wäre schon schön gewesen zu sehen, okay, in diesem Szenario ist das passiert, in diesem Szenario ist das passiert, oder man könnte sich sogar hier durchblättern, durchhangeln in irgendeiner Form, sodass man genau weiß, das ist die Gesamtzahl, aber von mir aus im Szenario Bialystok ist bereits das und das passiert. Das wäre noch besser. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, den Alliierten doch massive Verluste zuzufügen. Unsere eigenen Verluste sind bei der Infanterie ungefähr ein Viertel so hoch wie die der Feinde. Bei Panzerstreitkräften viel, viel geringer. Gott sei Dank. Auch wenn eine dieser zwei Einheiten ärgerlicherweise eine unserer Kerneinheiten war. Aber trotzdem, die haben einfach mal die 27-fachen Verluste. Bei Aufklärern die 10-fachen Verluste, auch das ist ganz nett. Bei Packgeschützen haben sie mehrfache Verluste. Und so zieht sich das eigentlich bei allem durch. Ja. Nur Stellung haben wir schon eine ganze Menge eingebüßt, aber die könnten wir auch nicht wegbewegen oder so. Und in manchen Szenarien war es ja auch so, dass diese Stellung einfach mehr oder weniger von Anfang an dazu gedacht waren, nur den Feind zu stoppen, ein bisschen aufzuhalten und dann halt vernichtet zu werden. Ich glaube, Minen zählen auch zu diesem Punkt, bin mir aber nicht ganz sicher. Bei Flugzeugen haben wir uns ganz gut zurückzuhalten bisher. Eine Jagdstaffel, eine strategische Bomberstaffel und das war's. Also zwei Staffeln verloren oder Gruppen, wie immer gesagt wird, von der Größe her. Und im Gegensatz dazu haben die Feinde bereits 38 Stück verloren. Bei den Schiffen hält sich etwa die Waage, bei den Transportmitteln sind wir im Vorteil. Und wir konnten bereits 5 Panzerzüge ausschalten. Das ist ja meine Hausnummer, also 5. Ja. Eine ganze Menge ist hier schon über den Jordan gegangen. Wir hoffen, dass wir zumindest die Seite, die uns betrifft, die Achsenmächte, nicht zu stark ansteigen lassen. Mal sehen, ob das funktioniert. Damit willkommen im Szenario. 3 Schwerpunkte haben sich gebildet. Ja genau, um die Städte, um die sich drehen soll. Eigentlich sind es 4 Schwerpunkte, um es genau nimmt. Hier oben haben wir auch angegriffen. Das läuft aber nicht wirklich prall und die Frage ist, müssen wir dort unbedingt durchkommen, um diesen Punkt einzunehmen? Ich glaube, wir müssen das nicht. Wir sollen diese Einheiten hin und her tauschen, haben wir ja gesagt, und die Primärziele einnehmen. Das war's. Von hier oben ist keine Rede. Also Vilnia müssen wir nicht einnehmen. Denn momentan, wie gesagt, sind die Verluste doch arg stark. Wir werden hier ein bisschen weiterkämpfen, vielleicht halten wir da ein paar Kräfte auf. Oder sorgen dafür, dass der Pole seine Reservepunkte dafür ausgibt, sich hier zu verstärken. Dann kann er sie nicht woanders ausgeben. Ja. Effektiver wäre es aber wahrscheinlich gewesen, die Streitkräfte nicht hier oben lang zu führen, sondern hier runter zu führen und dann von hinten Grodno anzugreifen. Aber hinterher und so weiter und so fort ist man immer schlauer, nicht wahr? Also, ziehen wir erstmal unsere Artillerie nach. Das ist prinzipiell schon mal nie falsch. Schauen wir mal, was wir mit den gegnerischen Panzern machen können. Setze ich natürlich zurück. Hinterher zu fahren wäre kritisch, wenn wir uns da nämlich genau an die Pack heranbewegen. Wir machen es mal so. Wir kriegen nicht mal den kleinen Panzer kaputt gemacht, nicht mal das. Naja, also ich werde mich hier nochmal verstärken und dann lasse ich mich ja stellungsmäßig zurückfahren, habe ich eben beschlossen. Die Infanterie wird sich mit der Artillerie hier eine kleine Stellung aufbauen, wahrscheinlich hier, damit ich auch was sehe. Die Panzer ziehe ich ab. Das ist mir alles zu blöd, das bringt überhaupt nichts. Gut, kommen wir mal zu diesem Abschnitt. Dank des gigantischen, diesen ganz großen Tanks,
einer I-16 können wir nicht wirklich mehr zurückfliegen. Wir uns nicht mal mehr zum Auftanken schaffen. Also die ist, ja, habe ich mich schon mehrfach drüber aufgeregt. Das Problem ist, das Ding hat eine 13er Bewegung und 25 Spritpunkte. Das ist also Vollgas geradeaus fliegst, so wie sie es gemacht haben, kannst nicht mehr zurückfliegen zum eigenen Flughafen. Ist das ein Witz? Ich denke schon. Daher setzen wir uns hier aktiv ein, ja, bomben damit rum. Gut, da gibt es leider keine schöne Grafik und greifen die Artillerie an. Ist das Ding zumindest mal sowas wie Schaden. Mit dem hier. Unser Ziel ist ja sowieso, diesen Flughafen zu besetzen, deswegen riskiere ich das einfach mal, auf diese doch eher gewalttätige Art vorzugehen. Konzentrieren wir uns ein bisschen hier auf den Flügel. Ich denke doch, dass wir da relativ gute Karten haben, durchzukommen. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Dann ist zumindest schon mal der Bunker gefallen. Sehr schön. Checkt mal der Pack auch noch mal richtig eine ein. Und finalisieren das Ganze dann. Und damit ist dann auch wirklich dieser Flügel weggebrochen, den es hier mal gab. Schöne Sache das. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir nicht wieder, wie ich das schon mal geschafft habe, alle Einheiten wegziehe, sodass dann keiner mehr da bleibt, um den Flughafen zu besetzen. Dann besetze ich den diese Runde nicht. Ich ja schließlich mein Flugzeug nicht auftanken. Das wäre fatal. Eigentlich sollte er nicht reinziehen, Jungs. Ja. Im Endeffekt sind die, könnte man sagen, im Grunde schon dem Untergang geweiht. Ja, mir ist echt schlechte Karten hier noch irgendwas zu erreichen. Klar, wir erleiden Verluste und auch nicht zu so knapp. Gib ich zu. Was lohnt sich ja. Es funktioniert ja. Beide Punkte besetzt. So wie das der Plan vorsah. Und jetzt können wir weiter vorgehen. Hier runter müssen wir theoretisch überhaupt nicht. Eigentlich gibt es keinen Grund, hier runter zu fahren. Es gibt ja hier nicht wirklich eine Verbindung. Weder eine Straße noch eine Schiene noch irgendwas. Sinnvoller wäre es eigentlich, jetzt hier hoch vorzustoßen, also hier über den Fluss zu gehen oder so rum über den Fluss zu gehen. Deswegen schicken wir unsere Aufklärer mal da lang. Kann natürlich sein, dass von hier unten irgendwann mal ein Gegenstoß erfolgt. Aber da können wir jetzt im Moment eh nichts dran machen, dran nichts dran ändern. Gehen wir eine Runde scouten. Gehen nochmal hier eine Runde vorwärts. Brauchen unsere Streitkräfte ja dort, wo es relevant ist. So, also das lief erwartungsgemäß. Schöne Sache. Erstes Ziel erreicht, dafür hier oben gescheitert. Jetzt gucken wir mal, was hier unten machbar ist. Was mich hier natürlich sehr stört, sind diese massiven Mengen an Feindpanzern und dann zusätzlich auch noch Feindfliegern. Also das ist schon wieder mal bitter, dass wir halt, also wir kämpfen noch um diese Stellung, wir kämpfen noch um Bialystok und haben gleichzeitig damit zu tun, einen krassen Angriff von Jagdfliegern und eine Attacke durch Panzerstreitkräfte zu unterbinden. Hier kommt gleich alles zusammen. Das ist nicht sehr schön. Dieser hinfliegt. Drei Punkte Sprit. Drei ist ganz schön wenig. Aber eigentlich müsste es noch reichen. Der Abschuss hat auch funktioniert. Und wir haben noch ein bisschen was scouten können. Wir sehen, dass hier hinter noch ein TKS steht. Das war es also leider noch nicht. 6 ist ja ordentlich, jawohl. Hm.
nachdenken. Ich würde halt sehr gern, wie gesagt, doch die Panzer angreifen, aber das sehe ich halt noch nicht, dass das funktioniert. Das ist mir noch zu risikoreich. Oh, schade, schade, schade. Um einen Punkt. Jetzt ist halt die Frage, finalisieren wir das Ganze? Oder kümmern wir uns um den Jäger des Feindes? Er hat noch einen Punkt. Wenn wir den jetzt wegfliegen lassen, fliegt er hier oben zu dem Flughafen und ja, das war's. Wenn wir das aber uns aber nicht drum kümmern, kann natürlich der Jäger unsere eigenen Flugzeuge angehen. Ich spiele jetzt mal die Safe-Karte aus und bringe den mal einfach in Sicherheit. Denke mal, das ist ganz sinnvoll. Den kriege ich nicht. Für den lasse ich mal da. Oh, ist alles gut. Naja, zwei Staffeln konnten wir erstmal abschießen. Das ist ja definitiv nicht schlecht. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir es hier schaffen. Ich muss zwischendurch immer überlegen, ihr merkt das ja. Ja, so ist gut. Schön nach oben. Pack nach vorn. Das ist gedrückt. Es ist auf jeden Fall schaffen, diesen Bunker zu knacken. Denn sonst feuert der ja weiter auf unsere Flugzeuge. Das wollen wir auf keinen Fall. Ergibt sich. Ergibt sich. Das hat funktioniert. Super. Jetzt geht es gegen die feindliche Artillerie. Zieht sich leider zurück. Und ist alles schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß halt auch noch nicht genau, was ich mit meinen Geschützen machen soll. Eigentlich muss ich nämlich etwas davor stellen. Zum Beispiel so hinbewege. Sollte ich vielleicht hier eine Einheit davor platzieren, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich darf auch den Flughafen nicht aufgeben. Der muss gehalten werden weiterhin. Ich würde lieber die hier einsetzen und die gegen die Artillerie, aber das... Doch, das funktioniert, wenn ich es so rum mache. Genau. Schicke ich die Truppe in die Stadt. Und ich damit die Ari, jawohl. So, ich damit den Bunker, das klappt natürlich nicht so richtig, also nicht so 100% zumindest. Und bleibe mit meinem Aufklärer auf dem Flughafen stehen. Hoffentlich ist das nicht eine schlechte Idee. Der jetzt eingekuschelt wird von ganz vielen Einheiten, wird es schon wieder eng. Na gut, wir konnten eine Artillerie zerstören, eine Infanterie zerstören, den Bunker zerstören, die Flugzeuge zerstören. Das ist alles in allem schon ordentlich. Wir setzen uns mit der feindlichen Kavallerie auseinander. Machen ihr den Gar aus. Und tun sonst nicht viel. Flugzeuge hat der theoretisch kaum noch. Riskiere ich mal meinen Pack hier nach vorne zu stellen. Kann er ruhig mal kommen und sich mit der 8-8 im Bodenkampf anlegen. Viel Spaß dabei. Und damit müsste ich soweit durch sein hier. Ja, den Aufklärer. Ich kann maximal nach hier hinten ziehen, das ist aber nicht besser. Ich kann hier unten an die Artillerie ran bewegen, das macht es auch nicht besser. Ich will einfach den Flughafen ein bisschen schützen. Den würde ich schon gern behalten wollen. Ah ja, hier haben wir noch eine Infanterie zum Reparieren. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Und das war's dann auch. Gut, dann lassen wir jetzt den Polen ziehen. Ah, hier oben ist Hopfen und Malz verloren. Also das ist... Da passiert nichts mehr. Mal gucken, wo sie angreifen.
allem ein bisschen was. Oh, zwei Verluste ernsthaft jetzt. Also unserem Panzern ist irgendwie in der ganzen Kampagne nicht wirklich Erfolg beschieden. Also das kannst du vergessen. Die sind nicht gerade die stärksten. Meine Fresse, hat der viel von diesen TKS? In Massen. Einheit. Ja, da war noch Artilleriedeckungsfeuer da, mein Freund. So nicht. Gut, Runde 7, 8 Uhr morgens am 26. Januar. Verzwickte Situation hier im Süden. Also, dass hier so viele rumfahren, hätte ich nicht gedacht. Wir haben hier 5 TKS, den Aufklärer, nee, 2 Aufklärer und 2 leichte Panzer. Also insgesamt 9 gepanzerte Einheiten. Wir besitzen 2. Das ist unangenehm. Fehlt eigentlich die Verstärkung durch die russischen Panzer, was man genau nimmt, ja. Na gut, zuerst geht's mal hier oben weiter. Wir hatten ja gesagt, wir kümmern uns. Ach ja, wir haben ja nur noch eine Infanterieeinheit, fällt mir da gerade mal auf. Die andere wird uns ja freundlicherweise zerstört. Und es ist uns nicht möglich, adäquat zu reagieren und uns zu wehren. Der braucht Sprit. Dann gucken wir uns mal an, was hier noch Sache ist. Wir haben jetzt alle Feinde vernichtet. Das können jetzt eigentlich motiviert nach vorne stürmen. Ich hoffe nicht in irgendeine hässliche Sache hinein. Aber hier dazwischen ist überall nichts. Sehr gut. Ich würde vermuten, dass hier irgendwas ist. Wir haben hier den Fluss, der sich teilt. Wir haben hier die Brücke. Wir haben die Straßenkreuzung. Könnte mir also gut vorstellen, dass an dieser Stelle freundlicherweise ein paar Einheiten aufgestellt worden sind. Mal sehen, ob ich damit richtig liege und ob ich damit unsere allseits geschätzte Szenariobauerin richtig einschätze. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wir werden es erfahren. Wichtig ist natürlich die Artillerie, die möchten wir auf jeden Fall nachziehen. Die hat uns hier auch gute Dienste geleistet und ich würde auf jeden Fall auf die Soldaten setzen. Ja, einige mit Transportfahrzeugen unterwegs und die eher schlechteren haben wir davon überhaupt noch welche? Rekruten, genau, die Rekruten würde ich dann in die Stadt ziehen, zum Stadtbesetzen. Hier lohnt sich meiner Meinung nach auch durchaus die Verstärkung der Truppe. Das ist bei den Sowjets, zumindest bei diesen billigen Einheiten, nicht teuer. Und wir brauchen ja außerdem auch ein paar, die bis den Weg bis hier rüber nach Neu-Isaburg gehen, nee, Insterburg so rum, und dort sich der Parade anschließen sollen. Gut, dann kommen wir mal zu dem schwierigen Fall hier unten. Wir müssen mal auf jeden Fall jetzt zuschlagen, massiv zuschlagen. Das hilft alles nichts. Unseren Jäger hier rüber. Das bedeutet aber auch, wir dürfen diesen Flughafen auf keinen Fall verlieren. Ja, sonst sind wir nämlich leer. Ein Punkt. Gab es ein eisernes Kreuz erster Klasse? Das ist schön. Ein Punkt. Also wirklich. Da ärgert man sich doch drüber, oder? Klar, ich kann das jetzt mit meinem anderen Flieger fertig machen, aber hätte ja nicht sein müssen. So, das haben wir unterdrückt. Jetzt werden wir erstmal unsere Flagge im Bodenmodus einsetzen. Ja, erneut ein Feuererfolg, ein voller Erfolg. Fast. Die kriege ich da nicht hin. Dann machen sie das Ding hier oben halt kaputt. Das wäre eine super Truppe, um die dann zum Beispiel in die Stadt hinein zu bewegen.
es nämlich so machen hier. Das hat schon wieder was von Schach so ein bisschen. Ich habe nur noch einen Schuss Munition, das ist alles wirklich knapp. Knapp auf Kante genäht, wie man so schön sagt. Ziehen hier raus. Und die Einheit, tja, machen wir das am besten. Wie gesagt, den Flughafen dürfen wir nicht einbüßen. So, die Frage, ziehen wir die Infanterie rein? Bleib mal bei dem Aufklärer. Kriegt man die Infanterie-Einheit überhaupt hier reingezogen? Auch so eine Frage. Hier muss ich verstärken, bleibt mir nichts anderes übrig. Also ich hoffe einfach mal, dass die lang genug durchhalten. Das darf nicht schief gehen hier. Jetzt sind sie auch noch am stärksten 10er und 10er und 10er Verband. Die sind geschwächt, das geht. Aber hier drüben ist es besonders knackig. Wenn Pech haben, ziehen die sich in die Stadt zurück. Damit fällt der Flughafen, damit fällt unser Flugzeug vom Himmel. Das wäre das allerschlechteste Ergebnis, was wir haben könnten. Vernichten die nächste. Nein, bleibt ihr dort. Wir vernichten die nächste dieser Kavallerieverbände. Macht nur weiter so. Hab ich überhaupt nichts dagegen. Und wir warten weiterhin. Ach ja, wir haben ja jetzt die Flugzeuge wieder im Einsatz. Genau. Das heißt, wir könnten ja mal ein bisschen hier lang fliegen. Hier mit seinen 25 Punkten Sprit ist dafür natürlich mal wieder nicht geeignet. Nicht so richtig. Maximal ein bisschen scouten gehen, aber auch nicht weit. Wie viele Felder wären das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ich fliege mal genau dahin, wo ich es vermutet habe, aber das scheint nicht zu sein oder das Flugzeug kann es nicht erkennen. Ja, ich glaube, die Regel ist, dass nur Bodeneinheiten diese getarnten Stellungen erkennen können. Ich glaube, so war das. Gut, dann lassen wir jetzt nochmal den Polen agieren. Oh. 4 Punkte Schaden für unseren Aufklärer. Das ist mal heftig. Das lief ganz gut. Das ist nicht gut. Aber kann eventuell nichts machen. Ah, komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleiben stehen. Überleben gerade so. Bleiben stehen. Noch haben wir den Flughafen in unserer Hand. Wenn da jetzt sich nichts mehr dran ändert, ich hoffe es. Dann können wir unsere Maschine auftanken und dann können wir uns wieder wehren. Oh, was das? Also so knapp mag ich es eigentlich nicht. Ja, 27. Januar, Runde 8. Und ihr seht es ja, also das ist ja schon eine haarige Geschichte. Munition, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Sprit fast alle runtergeschossen. Fast zerstört, keine Munition mehr. Fast zerstört, keine Munition mehr. Und auf der Gegenseite noch 6 vollständige und 3 angeschlagene gepanzerte Verbände. Oh weia. Das wird eine haarige Sache, wenn wir versuchen dort auszuhalten, durchzuhalten. Drückt uns die Daumen, dass uns das gelingt. Vielleicht müssen wir zeitweise die Stadt sogar nochmal aufgeben und uns ein Stück zurückfallen lassen. Auch das wäre eine Variante, wenn es gar nicht anders geht. Also noch mehr Kerntruppen kann ich nicht riskieren, kann ich nicht verlieren. Das geht einfach nicht. Das darf nicht sein. Okay, an dieser Stelle im Break. Man kann nicht behaupten, es wäre nicht spannend, oder? Bis zum nächsten Mal.